Sascha Graf, geboren 15. Dezember 1975 in Bochum, wohnhaft in Bochum-Ledig, Landvermesser, seit dem 31.01.2008 in Untersuchungshaft in der JVA Bochum. In der Nacht vom 25. auf den 26. Januar 2008 verschaffte sich der Angeklagte gegen 4.30 Uhr über die offene Balkontür, als sich Katja Hilbert im Bad befand, Zugang zu deren Wohnung in Bochum. In der Absicht, sich an Katja Hilbert dafür zu rächen, dass sie ihn kurz zuvor auf einem Singletreff zurückgewiesen hatte, versteckte er sich zunächst so lang, bis die junge Frau eingeschlafen war. Mit einem Klebeband fesselte er der im Bett liegenden Frau die Hände auf den Rücken und verklebte ihr die Augen. Dann riss er der sich vergeblich wehrenden Frau den Kopf nach hinten und schnitt ihr mit einer Schere die Haare bis auf 3 cm ab. Als Katja Hilbert schaffte, sich aus dem Bett fallen zu lassen, drückte sie der Angeklagte mit aller Kraft auf den Boden, stach ihr das spitze Ende seines Korkenziehers in die linke Wange und ritzte ihr damit die Haut auf. Erst als es an der Tür läutete, ließ der Angeklagte von seinem Opfer ab. Neben einem Schock erlitt Katja Hilbert 3 zwischen 2 cm und 3 cm lange Schnittwunden auf der linken Wange, die zu bleibenden Narben führten. Der Angeklagte wird somit der beabsichtigten schweren Körperverletzung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung beschuldigt, strafbar gemäß § 223.1. Herr Graf, die Anklage haben Sie gehört. Wollen Sie sich dazu äußern? Also ich möchte zumindest mal sagen, dass ich echt baff bin, wie man sowas so trocken und teilnahmslos vorlesen kann. Wie darf ich das verstehen, Herr Graf? Also mich machen solche Geschichten immer ziemlich fertig, wenn ich sie höre. War ich Ihnen zu unemotional, ja? Zu wenig bei der Sache. Teilnahmslos, was wollen Sie mir sagen, ja? Dann sage ich Ihnen mal was. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Dann sage ich Ihnen mal was. Wollen Sie wissen, was ich von jemandem halte, der eine Frau verunstaltet, mit einem Korkenzieher das Gesicht zerkratzt, verunstaltet, aufschneidet. Soll ich Ihnen das sagen, was ich davon halte, ja? Herr Staatsanwalt, setzen Sie sich doch bitte schön wieder hin. Entschuldigen Sie bitte, ich habe mich etwas provoziert gefühlt, wenn ich hier sachlich meine Anklage vorlese und mir dann diese Sachlichkeit netterweise vom Angeklagten vorgehalten wird. Zumindest steht jetzt fest, dass wir die gleiche Meinung in dieser Angelegenheit haben. Vielleicht kommen wir jetzt mal zur Anklageschrift zurück. Wollen Sie uns da zu dem Vorwurf was sagen? Also, ich habe mit der Sache nichts zu tun. Wo waren Sie denn in der Tatnacht, so gegen 4:30 Uhr morgens? Ja, zuerst war ich auf dieser Single-Party im Manchester Club und da habe ich dann auch diese Katja kennengelernt. Aber anschließend bin ich nicht zu ihr in die Wohnung gegangen. Ich weiß ja noch nicht einmal, wo sie wohnt. Und wo waren Sie stattdessen? Ich bin noch ein bisschen durch die Stadt spaziert und anschließend noch auf einen Absacker ins Weller gegangen. Ja. Das ist eine Bar, die hat bis 7 Uhr morgens geöffnet. Wissen wir, und die Bedienung dort hat gesagt, dass Sie im Weller erst um 6 Uhr aufgetaucht sind. Die Single-Party war aber um 4 Uhr zu Ende. Was wollen Sie mir eigentlich sagen? Sind Sie dann 2 Stunden da in der Stadt rumgeirrt, romantisch für sich allein oder was? Muss ich dann ja wohl. Ja, oder was anders? Waren Sie vielleicht erst bei der Geschädigten, bei Frau Katja Hilbert? Sind über den Balkon zu ihr in die Wohnung reingeklettert? Haben Sie überfallen letztlich? Haben Sie geschädigt, brutal geschädigt mit dem Korkenzieher? War es nicht so gewesen? Nein! Schauen Sie mal, mit diesem Korkenzieher hier wurde Katja Hilbert verletzt. Jetzt hat die Frau Hilbert bei der Polizei gesagt, dass sie so einen Korkenzieher nie besessen hat. Also es sieht so aus, dass der Täter den mitgebracht und dann in der Wohnung zurückgelassen hat. Und schauen Sie, was bei ihm zu Hause gefunden wurde. Mehrere von diesen Korkenziehern, hm? Ja, ich habe ein paar von diesen Korkenziehern, weil ein Freund sie als Werbegeschenke verteilt. Hm. An einem hängt auch ein Schlüsselanhänger von Ihnen dran. Also ich meine, ich habe einen an meinem Schlüssel, ja, aber mit dem Blut dran, das kann gar nicht meiner sein, weil ich nicht in der Wohnung dieses Mädchens war. Eben. Und außerdem wurden an diesem Korkenzieher, mit dem die Tat begangen worden sein soll, auch gar keine Fingerabdrücke meines Mandanten gefunden. Genauso wenig wie an der Balkontür oder sonst wo in der Wohnung des Opfers. Ihr Mandant wird Handschuhe getragen haben. Im Winter ist das nicht ganz so ungewöhnlich. Im Übrigen wird Ihr Mandant genau darauf geachtet haben, dass er keine Spuren hinterlässt. Hey, ich bin ein ganz normaler Mann, ja? Kein Mafioso. Das Einzige, was ich gemacht habe, war, mich auf einer Party mit einer Frau zu unterhalten. Dann fangen wir die Geschichte doch mal von der Seite an. Erzählen Sie mal, wie diese Single-Party, auf der Sie ja waren, abgelaufen ist. Ja, Jens, das ist der Freund mit den Korkenziehern, hat mich hingeschleift, weil er mich unbedingt verkuppeln wollte. Naja, und ich habe mich ja dann auch ganz gut mit dieser Katja unterhalten. Und ist Ihnen auch positiv in Erinnerung geblieben, dass Frau Hilbert Ihnen in der besagten Nacht einen Korb gegeben hatte, als sie zu einer gemeinsamen Nacht mit Ihnen einladen wollte? Ich habe das verstanden. Wir haben uns ja gerade erst kennengelernt. Verstanden, ja? Das ist Ihr Ernst jetzt, Herr Graf, oder was? Ich habe das schon oft von Frauen gehört, dass sie einen Typen mit nach Hause genommen haben und am nächsten Tag hat dann der Terror angefangen. Katja konnte ja nicht wissen, dass ich nicht so einer bin. Nicht so einer was? Nicht so einer was? Nicht so einer, der Frauen, wenn sie einen Korb kriegen, eben mal die Wange aufschlitzt? Oder was sind Sie nicht für einer? Ich hab doch schon gesagt, dass ich es nicht war. Herr Vorsitzender, dann rege ich an dieser Stelle bereits an, das Video, das ein Amateurfilmer von der besagten Party aufgenommen hat, bereits jetzt in Augenschein zu nehmen. Man wird sehen, dass der Angeklagte hier heute ganz bewusst Tatsachen verdreht.
Aber zuerst noch mal eine Frage an Sie. Sie bleiben dabei, die Ablehnung hat Sie nicht wütend gemacht? Ja, ganz sicher. Gut, dann, wenn keine weiteren Fragen an den Angeklagten mehr sind, dann nehmen Sie bei der Verteidigerin Platz. Wir treten den Beweis noch einmal ein und es ergeht der Beschluss. Das Video wird abgespielt und dadurch in Augenschein genommen. Ich bin Sascha und es sieht gar nicht so schlecht aus. Die oder keine? Aufschlussreich wird es mit einer weiteren Szene, die am Ende des Bandes ist. Ich spule mal ein Stück vor, Herr Staatsanwalt, ja. So ungefähr, ja. Am Ende der Party. Oh nee, oder? Ich bin allerlei nach Hause, das gibt's doch nicht. Wahnsinn. Oh, hey, hey, hey. Oh, bei dir ist es geklappt, oder? Mit der hübschen Sonne von vorhin, oder? War doch okay. Hä? Hey, was soll denn das, Arschloch? Geht's noch? Naja. Herr Graf, für mich haben Sie da nicht so ausgesehen, als hätten Sie den ganzen Abend Spaß gehabt. Sie dürfen das jetzt nicht falsch bewerten. Der Abend war schon okay. Was war denn daran okay? Sie sind da alleine rausgegangen. War nicht im Sinne des Erfinders, ne? Sie schubsen den da einfach den Kameramann. Das war nicht etwa, weil sie alkoholbedingt irgendwie enthemmt waren. Wir wissen von den Bardamen, dass sie keinen Alkohol, ausschließlich Ginger Ale getrunken haben. Ich hab den Kameramann geschubst, weil... Ach, ist ja auch egal. Ich wollte einfach lustig sein. Total also, witzig, ein klasse Humor. Ach, Spaß sah das nicht gerade aus, hm? Das ist, weil ich meine Kraft nicht gut einschätzen kann. Wenn Sie sehr frustriert sind, genau. Danke. Keine weiteren Fragen. Keine. Dann hören wir uns mal die Zeugin an. Katja Hilbert, bitte. Frau Hilbert, guten Tag. Kommen Sie mal bitte hier nach vorn. Nehmen Sie ja Platz. Zuallererst, ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Katja Hilbert, 33 Jahre alt, Sie wohnen in Bochum, Sie sind ledig, Sie sind Reiseverkehrskauffrau. Ja. Sie sind nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Ja, dann erzählen Sie uns doch bitte mal, was in der Nacht vom 25. auf den 26. Januar passiert ist. Ich war auf dieser Party in Manchester. Das ist eine Party für Singles, die jemanden kennenlernen wollten. Ich war aber da, weil ich den Club mag und den DJ. Und ich bin zur Bar gegangen, habe mir was zu trinken geholt und da hat er mich angequatscht. Und dann haben wir uns unterhalten. Der Angeklagte? Ja. Er war von Anfang an total komisch. Er hat mich überall angefasst, an den Haaren, im Gesicht, an den Händen. Und er hat total verschwitzte Hände gehabt. Warum hast du denn nichts gesagt? Du hast mir leid getan. Du warst so aufgeregt, ich wollte ihn nicht vor den Kopf stoßen. Und ich habe mir aber gedacht, der wird es bestimmt schon merken, dass ich nichts von ihm will. Und warum haben Sie die Party dann nicht einfach verlassen? Der hätte bestimmt versucht, mich zu begleiten. Und ich habe gedacht, wenn ich warte, bis Marc, der DJ, fertig ist mit dem Auflegen und wir dann zusammen nach Hause gehen, dann wird er schon merken, also, dass ich nichts von ihm will. Der DJ ist Marc Jannemann, der ja auch bei Ihnen im Haus wohnt. Ja. Mhm. Und Sascha hat sich aber überhaupt nicht von Marc abschrecken lassen. Er ist immer wieder zu mir hergekommen und hat mich gefragt, ob jetzt heute noch was mit uns beiden geht. Hat er es so gesagt? Ja? Also, ihr müsst genau wissen. Er hat gefragt, ob wir noch zu mir gehen, er und ich, und ob wir dann zusammen, ja. Und was haben Sie ihm darauf gesagt? Dass ich ihn auf gar keinen Fall wieder sehen will. Und das hat ihn total überrascht. Sein Lächeln war plötzlich weg und ihm ist alles aus dem Gesicht gefallen. Mhm. Da hat er mir dann schon wieder leid getan. Dann habe ich ihm die Hand auf die Schulter gelegt und wollte ihm noch sagen, dass er nicht traurig sein soll, weil ich überhaupt nicht gekommen bin, um jemanden kennenzulernen. Sie sagen, Sie wollten es ihm sagen. Was hat Sie davon abgehalten? Der hat mich so angefahren, dass er mein Mitleid nicht braucht. Ja, und dann ist er einfach abgehauen. Und Marc und ich, wir sind dann nach Hause gegangen. Als Sie dann zu Hause waren, sind Sie gleich ins Bett gegangen? Nee. Ich war noch total aufgekratzt. Und Marc auch. Und dann haben wir noch was zusammen gegessen. Aber Marc ist dann gegangen und ich habe mich dann fertig gemacht fürs Bett. Ich weiß, das ist jetzt wirklich nicht einfach für Sie, das zu erzählen, aber erzählen Sie mal, was dann alles passiert ist. Ich bin dann ins Bad gegangen, um mich zu waschen. Und habe dann die Balkontür aufgemacht, um zu lüften. Ja, da muss er dann reingekommen sein wohl.
Weil als ich dann ins Bett gegangen bin, habe ich die Tür wieder zugemacht. Haben Sie, als Sie aus dem Bad gekommen sind, irgendjemand wahrgenommen in Ihrem Schlafzimmer? Nein. Nein? Haben Sie eine Vorstellung, wie spät es war, als Sie da ins Bett gegangen sind? Nein. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich geschlafen habe, als ich dann wieder aufgewacht bin. Warum sind Sie denn aufgewacht? Ja, ich habe gespürt, plötzlich jemand ist da. Dann hat er mich auf den Bauch gedreht. Total schnell hat sich auf meine Beine gesetzt, meine Arme nach hinten gerissen und meine Hände an den Handgelenken mit irgendwas zusammengebunden. Ja, das irgendwas war ein Klebeband. Schauen Sie, diese Klebebandrolle hat die Polizei bei Ihnen in der Wohnung sichergestellt. Damit sind Sie gefesselt worden. Das ist von meinem Bruder, das Klebeband. Der hat zuvor was bei mir repariert. Das lag auf dem Tisch. Ich weiß überhaupt nicht, wie das passieren konnte. In meiner Wohnung. Und als ich mich umdrehen wollte, da hat er dann mir auch noch die Augen mit Klebeband zugeklebt. Haben Sie davor noch irgendwas sehen, irgendwas erkennen können, wo Sie da die Augen zugeklebt bekommen haben? Ohne Kontaktlinsen kann ich überhaupt nichts sehen. Hat der Angreifer mit Ihnen gesprochen? Nein, ich habe ihn angebettelt, mir zu sagen, was er von mir will. Aber er hat mir dann noch ein Stück Stoff in den Mund gestopft, damit ich nicht schreien konnte. Was hat er dann gemacht? Er hat mir über den Kopf gestrichen und hat meine Haare genommen und meinen Kopf nach hinten gerissen und hat dann meine Haare abgeschnitten. Ganz langsam. Ich habe versucht, stillzuhalten, aber ich habe so gezittert. Wir haben es vorhin auf dem Video schon gesehen. Sie hatten vorher richtig lange blonde Haare. Auch die Schere, mit denen die Haare abgeschnitten wurden, haben wir auch hier. Das ist meine. Das die ist lag ihre. Auch auf dem Tisch. Als die Haare abgeschnitten waren, hat sie der Angreifer da dann in Ruhe gelassen? Er ist plötzlich aufgestanden. Und ich wusste nicht, was er jetzt vorhat. Ob er mich umbringen will oder ob er geht. Und ich habe versucht, vom Bett wegzukommen und bin aber runtergefallen. Und da war er dann plötzlich wieder bei mir und hat mir mit der Hand das Gesicht auf den Boden gedrückt und hat mir irgendwas ins Gesicht gestochen. Ja, wir haben hier diesen Korkenzieher-Schlüsselanhänger. Der ist bei Ihnen in der Wohnung gefunden worden. Und das war ganz offensichtlich, wie wir auch anhand der Blutspuren feststellen konnten, die Tatwaffe. Damit hat er Ihnen das Gesicht aufgerissen. Das ist dann ein Foto, das dann kurz nach der Tat aufgenommen worden ist. Ja. Hatte der Täter dann, als er Ihnen da die Wange aufgeschlitzt hatte, von Ihnen abgelassen? Ich habe diese Nachbarin, die sich immer über alles beschwert. Ich habe mit den Füßen auf den Boden geklopft, damit sie mich hört. Und sie ist dann wohl auch hochgekommen und hat geklingelt. Und da ist er dann abgehauen. Wissen Sie, wie der Täter die Wohnung verlassen hat? Ich habe gehört, wie er die Balkontür geöffnet hat. Und ich habe dann versucht, zur Wohnungstür zu kommen und habe es dann auch geschafft. Und meine Nachbarin kam dann rein und hat mir geholfen. Sie reden jetzt schon die ganze Zeit von einem Er. Meinen Sie damit meinen Mandanten? Ja. Woher wollen Sie denn wissen, dass er es war? Er hat mich genauso angefasst wie der Mann im Club. Aber im Club, in Manchester, hat mein Mandant Sie nicht auf den Boden gedrückt. Nein, aber er hat mir genauso über den Kopf gestrichen. Und dann war das noch sein Geruch. Ich habe es genau gerochen. Es hat genauso gerochen wie im Club. Nach Zigaretten und Hustenbonbons. Und als wir uns unterhalten haben im Club, da hat Sascha Hustenbonbons gegessen. Hat der Angreifer Handschuhe getragen? Aber die Art, wie einer einen anfasst, die ist immer gleich. Also das hieß gerade, ja, hat er Handschuhe an. Ja. Weil Fingerabdrücke wurden ja bei Ihnen in der Wohnung keinerlei gefunden. Das Einzige, was gefunden wurde, das waren Erdspuren. Haben wir hier einen Teil davon, und zwar von der Rasenfläche vor Ihrem Balkon. Ich ziehe immer meine Schuhe aus, wenn ich reinkomme. Und Marc hat dann im Abend auch seine Schuhe ausgezogen. Und an dem Tag habe ich auch noch gesaugt. Er hat den Dreck reingebracht. Dann habe ich nur noch eine letzte Frage. Herr Vorsitzender, dürfte ich noch mal die Tatwaffe haben, den Korkenzieher? Danke. Schauen Sie mal. Ist das Ihr Korkenzieher? Nein. Ganz sicher nicht? Ja, nein, es ist nicht meiner. Gut, vielen Dank. Das war's dann auch schon. Gut, keine weiteren Fragen, dann bleiben Sie unfreiwillig. Dankeschön. Marc Jannemann, bitte, und Sie dürfen hinten Platz nehmen. Danke. Herr
Herr Jannemann, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte hier vorne Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeuge hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Marc Jannemann, 32 Jahre alt. Sie wohnen in Bochum, sind lediglich Jockey, verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten, sind Sie hier nicht. Sie wissen, dem Angeklagten wird vorgeworfen, in der Nacht vom 25. auf den 26. Januar in die Wohnung Ihrer Nachbarin Katja Hilbert eingedrungen zu sein, die Frau Hilbert dort gefesselt zu haben und dann mit diesem Korkenzieher schwer verletzt zu haben. Ja. Ja. Derbe Sache. Dabei hat der Abend eigentlich ganz, ganz schön angefangen. Sie haben ja auf dieser Single-Party in dem Club Manchester als Disc-Jockey gearbeitet. Haben Sie irgendwas von dem Geschehen zwischen dem Angeklagten und der Frau Hilbert mitbekommen? Ja, ich habe da schon ein Auge drauf gehabt, weil die Katja und ich, wir kennen uns ganz gut. Und ich nicht will, dass sie von irgendwelchen komischen Typen da angequatscht wird. Und bei ihm da, da hatte ich echt meine Zweifel, so wie der rangegangen ist. Wie meinen Sie das? Ja, er hat sie die ganze Zeit so komisch angetätschelt und er war richtig baff, dass er nicht bei ihr landen konnte. Ich hab doch gesagt, dass ich das verstehen konnte. Woran haben Sie denn gemerkt, dass er baff, wie Sie sagen, oder überrascht war? Also, ja, überrascht ist vielleicht das falsche Wort. Also, ich hatte mehr das Gefühl, dass er richtig sauer war. Gemerkt habe ich das, als ich einmal auf Toilette gegangen bin. Da stand er mit dem Kopf gegen die Wand gelehnt und hat irgendwas vor sich her gemurmelt. Mhm. Haben Sie verstanden, was er da gemurmelt hat? Nicht so richtig, aber es hörte sich an wie, jetzt hast du schon wieder versagt, jedes Mal versaust du es. Und dann hat er mit der Faust voll gegen die Kacheln geschlagen und ist dann rausgerannt. Sagen Sie, den Angeklagten, haben Sie den nach dem Vorfall noch mal gesehen, zum Beispiel auf Ihrem Heimweg? Nein, aber ich habe auch nicht wirklich drauf geachtet. Aber meine Freundin Annette, die hat ihn bei uns vor der Tür stehen sehen. Wie lange sind Sie beide denn schon ein Paar? Wir sind jetzt knapp ein Jahr zusammen, ja. Und wohnen Sie auch mit Ihrer Freundin Annette Daschner zusammen? Ja, also wir wohnen jetzt zusammen, also gegenüber von Katja Hilbert. Ihre Freundin hat auch mal mit Frau Hilbert zusammen gewohnt. Das stimmt, ja. Wie kam es dann dazu, dass sie von der einen Seite des Flurs auf die andere in ihre Wohnung einzieht? Weiß ich jetzt nicht. Wie kam es dazu? Ich meine, sie ist meine Freundin und ich bin ihr Freund. Worauf wollen Sie hinaus? Ja, ich will den konkreten Grund wissen, warum sie umgezogen ist. Sie hätte ja auch in der Wohnung bei Frau Hilbert bleiben können. Ja, aber okay, die beiden haben sich dann irgendwann nicht mehr ganz so gut verstanden und sie ist dann rüber zu mir gekommen. Der Sache schon näher. Ja, Freunde kommen, Freunde gehen. Wie hat denn Ihre Freundin in der Tatnacht reagiert? Wie soll sie reagiert haben? Ja, Sie haben doch eben selber gesagt, dass Ihre Freundin meinen Mandanten beobachtet haben will. Also muss sie aus dem Fenster gesehen haben und wird zwangsläufig auch gesehen haben, wie Sie und Frau Hilbert nach Hause gekommen sind. Ich gehe mal davon aus, dass Ihre Freundin damit gerechnet hat, dass Sie jeden Augenblick in der Wohnung auftauchen. Sind Sie aber nicht. Ja. Weil Sie ja bei Frau Hilbert noch ein Häppchen verspeist haben, nicht wahr? Ja, und? Bei zwei Damen, die sich gerade nicht so gut verstehen, könnte das Ihrer Freundin schon zu denken gegeben haben. Wie lange waren Sie denn noch bei Frau Hilbert dann? Ich weiß, höchstens 15 Minuten etwa. 15 Minuten, also lange genug für zwei Leute irgendwas anzustellen, die auch noch beide Alkohol getrunken haben. Ich glaube schon, dass Ihrer Freundin auch diese Gedanken durch den Kopf gegangen sind. Nein, so ist sie nicht, wirklich nicht. Und deswegen habe ich Sie gefragt, wie Ihre Freundin in der Tatnacht reagiert hat. Ganz normal. Also sie war schon am Einschlafen. Ich bin reingekommen, habe mich umgezogen. Und sie hat noch gefragt, wie die Arbeit war. Ich sagte, ja, es war eigentlich ganz, ganz okay. Und dann sind wir auch eingeschlafen. Hat dann Ihre Freundin noch mal das Bett verlassen? Nein. Glauben Sie jetzt etwa, dass Annette da irgendwas mit zu tun hat? Wieso? Wieso sollte sie sowas machen? Eifersucht vielleicht? Ich bitte Sie, wegen einem Käsebrot? Annette ist schon ziemlich eifersüchtig. Aber sie ist doch nicht so ihre, um dir so etwas anzutun. Und dir das Gesicht und die Haare. Nein, wirklich nicht. So ist sie nicht. Wissen Sie, ich war früher echt nicht hübsch. Ich war fett, ich hatte einen Überbiss, es war einfach alles. Und vor zwei Jahren habe ich angefangen, irre viel Sport zu machen. Ich habe mir meine Zähne reparieren lassen, ich habe mir sogar das Fett aus den Knien absaugen lassen. Und Annette war in der ganzen Zeit an meiner Seite und hat zu mir gehalten.
Und deswegen, sie weiß ganz genau, was es mir bedeutet. Sie hätte mir niemals so etwas angetan. Ja, ich denke, es ist auch wirklich der Zeitpunkt gekommen, wo wir mit Ihrer Freundin sprechen sollten. Gibt es denn noch Fragen hier an den Herrn Janemann? Hören wir uns die Annette Daschner bitte an. Sie dürfen auch hinten Platz nehmen, bleiben unvereidigt.